Ja, Momo Leute, euer Sehu hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe im Video geguckt, wo die Brandbestie von gestern hingeflogen ist. Die ist irgendwo hier gelandet, allerdings ist sie nicht mehr hier. Ist toll, ne, dass man eine Brandbestie erledigt, aber dann den Loot nicht kriegt. Das größte Problem von allem war, dass ich genau hinter einem Gebäude war, als die Brandbestie abgestürzt ist. Das heißt, ich habe nicht exakt gesehen, wo sie hingeflogen ist. Aber sie ist auf jeden Fall hier irgendwo gelandet. Also nicht hier oben, sondern da circa. Ja, ist Kacke und so, ne? Aber naja. Der Spieler hat sich auch mittlerweile ausgelockt, der da hinten wohnt. Das heißt, da können wir auch nicht mehr kochen. Aber ich habe hier noch eine Station gesehen. Weil das ist das, was wir jetzt dringend brauchen. So. Fleisch. Brandbestienhirn. Ziehen wir uns gleich mal rein. Ich meine, das vergammelt uns eh, also ganz ehrlich. Wie mehr kann ich nicht machen? Ich habe 1 Milliarde Fleisch gehabt. Na egal. Man muss das halt reichen. Habe ich schon gekocht? Wo ist das Hirn? Ich will das Hirn essen. Das ist da. Gegrilltes Brandbrästchenhirn. Boom. Na gut, viel hat es mir jetzt nicht gebracht. Leben bringt es eine Menge, ja, aber Essen. Mir ist alles momentan egal. Ich brauche einfach nur Essen. Ja, das war es auch schon. Mehr kriegen wir nicht zusammen. Ja, das Ärgerlichste von allen ist tatsächlich, dass wir die Leiche der Brandbestie nicht looten konnten. Da hätte alles Mögliche drin sein können für uns. Stattdessen haben wir nichts bekommen. Weil er irgendwo abgestürzt ist, wo man das nicht sehen konnte. Ist das ärgerlich. Guck mal, das sind übrigens Fallout 4 Bauelemente. Oh Mann. Na gut, aber wir haben zumindest zwei Brandbestien fertig gemacht. Das ist schon irgendwo geil. Kann man nicht anders sagen. Na gut. Wir müssen in die Richtung. Ach, ich bin jetzt extra runtergegangen. Ach, na gut, dann gehen wir wieder hoch. Habe ich eigentlich noch meine andere Waffe? Ja, hier. Denn meine Schrotflinte ist kaputt gegangen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Werkbank, um diese zu reparieren. Kleber müssten wir jetzt ja wieder haben. Und demnächst auf dem Programm eigener Kleber herstellen. Wir werden eine kleine Plantage einrichten. Noch mehr also, als das, was wir jetzt schon haben. Um dann halt ganz, ganz viel Kleber herstellen zu können. Weil es das, was man eigentlich am häufigsten braucht, wenn man viel bastelt. Und wir basteln halt viel. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich hier irgendwo die Leiche der Brandbestie finde. Aber ich glaube, ich werde enttäuscht. Ne, zumindest konnten wir einen looten, also. Besser als nichts. Und 1000 Erfahrung. Ich meine, wir sind jetzt schon kurz vom nächsten Level ab, ne? Hier ist mein TP. Ja, gut. Ein Drittel. Also, das ist schon eine Menge. Das ist Gratis-Stuff. Wir haben gerade erst das Level-Up vollführt. Das waren aber auch Level 80er. Das war schon eine harte Nummer. Okay. Ich sehe ein Hundi. Netter Versuch, Hundi. Netter Versuch. Ich
glaube, der kommt hier gar nicht hin, ne? Oh. Falsch gedacht. Aber das Essen nehme ich gerne. Okay, im Gegensatz zu der anderen Waffe macht die echt wesentlich mehr Schaden. Was war denn das jetzt? Irgendwer hat da hinten geschossen. Eine Power-Rüstungsstation. Ja, wir könnten das letzte Bein bauen. Solomons Teich. Keine Hundis in der Nähe. Perfekt. Seht ihr das? Was geht denn da ab? Der hat Spaß. Okay. Habe ich genug Schrauben? Ja, endlich kann ich das andere Bein bauen. Zack, zack, zack. Die Baggerrüstung ist komplett. Registriere die vollständige Baggerrüstung. Okay, das werden wir demnächst auch mal tun. Und vielleicht kriegt man irgendwann noch eine Lackierung dafür. Das wäre auch ganz cool. Ich von diesem Gelb verabschieden. Zauber Kaffeedose. Dünger. Nuka Cola nehme ich auch gerne. Nur Essen gibt es hier nichts. Gewürze, ja gut, Gewürze kann man auch zur Not essen. Aber eigentlich müssen wir ja gar nicht hin, wir müssen noch ein Stück weiter weg. Naja gut, wir gucken mal kurz in dieses Haus hier rein, falls man da überhaupt reingucken kann, was nicht so aussieht. Brombeeren. Erfahrung geschenkt. War bestimmt der Besitzer, wa? Eine Schere, ist klar. Hm, hat sich voll gelohnt. Kann ich hier wenigstens mein Zeug hier... Wie viel kann ich tragen? 308? Ach, das ist das Essen, ne? Ja. Obwohl. Doch, Stärke, Power-Rüstung. Nee. So kann ich 308 tragen. Ich weiß es nicht. Aber hier ist noch eine Brandbestie unterwegs. Guck mal, da hinten. Die werde ich jetzt aber nicht versuchen zu töten. Das verspreche ich euch. Gleisbolzen. Ja, Nehmen wir nochmal eine Plasmagranate mit. Zur Not mal so eine Granate dabei zu haben, ist schon recht praktisch, wenn 20.000 Leute auf einen zukommen und einen töten wollen. So, Mrs. Brandbestie, wo sind Sie? Das sind die Brandbestien, die beiden, die ich getötet habe. Was? Ich will nicht sagen, dass ich mich kurz erschrocken habe, aber ja, ich habe mich erschrocken. So ein bisschen, jedenfalls. Also nicht dramatisch. Aber plötzlich waren sie da. Gut, ich habe die Brandbestie gefunden.
Ein Mod hat mich erhört und sie zu mir geschickt. Ja, gut. Warum auch nicht? Jetzt wissen wir wenigstens, was drin war. Dankeschön, Bifesta, dass ihr mich erhört habt. Will ich sagen, dass das ein bisschen strange war jetzt, aber ja, doch schon. Ein bisschen. Oh, sag plus, die verfolgen mich jetzt, die Leichen. Oh Gott. Ich hoffe nicht. Ich stelle euch vor, egal wo ich bin, die Leichen ploppen auf. Oh, Kohle. Was haben wir denn hier? Oh, Ratten. Die Königin der Ratten. Ist weg. Hörte des Ermittlers. Also wenn ihr schon rauskommt, dann kämpft doch wenigstens. Steck mich bitte mit keiner Krankheit an. Bitte, bitte, bitte. Das kann ich nun wirklich nicht gebrauchen. Ein Computer und ein Untersuchungsbericht. Untersuchungsbericht Shelby O'Rourke. Ich bin einer VTU-Studentin namens Shelby O'Rourke begegnet, die Studien für ihre Doktorarbeit vorbereitet. Sie glaubt, die Existenz der hiesigen Kryptiden beweisen zu können, Mottenmann, Grafton, Snelly und so weiter. Sie sagt, sie arbeite bereits an Plänen für ihre Basis irgendwo im Sumpfgebiet im Nordosten von Appalachia. O'Rourke traut sich zu, handfeste Beweise zu finden. Sie im Auge zu behalten, ist deshalb keine schlechte Idee. Ich habe ihre Daten überprüft, aber nicht viel gefunden. Sie scheint einfach eine vorbildliche, wenn auch etwas exzentrische VTU-Studentin zu sein. Oh, Essen? 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 Ah, zumindest ein bisschen was. Und was haben wir hier? Persönliche Notiz. Mein Name ist Curtis Wilson. AADTSL hatte mich ursprünglich hierher versetzt, um die freien Staaten, um die freie Staatenbewegung zu untersuchen. Dazu habe ich eng mit Scott Darcy zusammengearbeitet, einem Sheriff hier vor Ort. Im Laufe unserer Ermittlungen sind wir auf weitreichende Verschwörungen gestoßen, die ihren Ursprung in Einrichtungen der Regierung hatten. Mir wurde bald klar, dass ich meinen Job kündigen und meine eigenen Ermittlungen anstellen musste, um der Sache wirklich auf den Grund zu kommen. Dann kam der Krieg und wir überlebten. Plötzlich standen ehemals verschlossene Türen weit offen und keiner bewachte sie. Doch bevor wir unsere Ermittlungen zu Ende bringen konnten, wurde Sheriff Darcy unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Ich sehe das als Zeichen, dass ich mich zurückziehen und meine Untersuchung zu einem anderen, besseren Zeitpunkt fortsetzen sollte. Die Ergebnisse meiner Ermittlungen werde ich bis dahin unzugänglich bleiben. Die Ergebnisse meiner Ermittlungen werden bis dahin unzugänglich bleiben. Die Welt muss die Wahrheit erfahren. Untersuchungsbericht. Die mysteriösen Markierungssteine. Zugriff verweigert. Die Mottenmann-Sekte. Atlas. Die Quarantäne. Beweise. Lauschangriff. Ein mysteriöses Signal. Aha. Finde Shelby O'Rourke's Hütte. Möchte gerne Zugang dazu haben. Ja, definitiv. Ja, da waren wir doch schon. Das ist eine tägliche Quest, die man da bekommt. Da werde ich jetzt nicht hingehen. Na gut, gehen wir wenigstens hier entlang nochmal. Ach, guck mal, da sind noch ein paar Hütten. Wir sollten zu den Hütten gehen. Ich meine, da können wir jederzeit hin. Oh!
Es hat kurz geleckt. Ich habe gedacht, dass die Brandbestien irgendwo hinter mir aufgetaucht sind. Neu gespawnt sind sozusagen. Okay, der hat viel Leben. Aber ich bin ein Schleichmaster. Da werde ich meine Schleichskills noch weiter ausbauen. Das wäre, glaube ich, am besten, ne? Ja. Vielleicht nicht schlecht. Was ist das? Kümmer dich mal um den Supermutanten. Kämpfen die jetzt? Der ist einfach an denen vorbeigelaufen. Ne, da hängt er. Ja, das bringt irgendwie nichts. Ja gut, da ich sowieso schon erwischt wurde. Viel bringt das nicht. Was ist mit dem Typen? Alter, kümmere dich um die Supermutanten. Was ist denn los mit dir? Kann ich die Karre nicht zum Explodieren bringen? Moment. Ich habe doch eine Plasmagranate. Na gut, viel hat das jetzt nicht gemacht. Oh, die konnten mich schon nicht mehr sehen. Ah. Ich hoffe, ihr bringt Erfahrung. Jetzt schießt der andere auch noch auf mich. Alter, kümmert dich um die Supermutanten. Ihr könnt euch doch nicht verbünden gegen mich. ...190 Erfahrung, ja gut, das lohnt sich wenigstens. So, in die Haus bin ich näher dran. Was habe ich noch? Ja, stimmt, ich könnte den hier nehmen, ne? Dann hoffen, dass sie mich vergessen. Oh, nicht wenn sie mich sehen. Schießen die jetzt auf Verdacht? Ah, die müssen mich vorher vergessen. 109? Wo sind meine 130 Schaden? Hä? Ich hatte 130 Schaden. Das finde ich jetzt gemein. Alter, ihr könnt mich doch nicht sehen. Okay. Ich hatte doch 130 Schaden mit dieser Waffe, oder nicht? Das finde ich jetzt seltsam. Oder haben sie sie genervt im letzten Patch? Ich muss mal ganz kurz abwarten, damit sie mich nicht mehr sehen. Hierher, Mensch, 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 hab ein Leckerli für dich. Ja. Ach, der ist ja noch voll. Nö, da warte ich ab. Da warte ich ab. Ich werde meine Munition an dem nicht verschwenden, Leute, nee. Das dauert ewig, die zu töten. Hä? Hör auf mich zu sehen. Was ist denn los mit dir?
ob er das mitbekommen hat. Ich glaube schon. Ah! Oh, die sind zu zweit, ich hör's. Puh. Okay. Ja, zumindest ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Scheiße, Mann, die sind schlau. Hört auf, so schlau zu sein. Oh. Ich glaube, ich bin umzingelt. Immer schön die Füße kaputt hauen. Du hast dich von Blutwürmern erholt. Achso. Ja, schön. Okay, einer weniger. Okay, hat mich schon gesehen. Egal, hau ich den so um. Haben wir halt gleich keine Munition mehr. Was soll's. Sturmgewehr. Ich muss irgendwie an Blei rankommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht gibt es irgendwo eine Werkstatt mit Blei. Ich weiß es nicht. Vor allem, was suchen die hier überhaupt? Hier gibt es ja nicht mehr was, was man bewachen sollte. Halt, da hinten ist ja nur dieses komische andere Gebäude. Noch 200 Munition und dann müssen wir uns was Neues überlegen, Leute. Ich hoffe, dass wir bis dahin irgendwie was finden. Ansonsten müsste ich eventuell mit Armbrust arbeiten. Ich glaube, mittlerweile kann ich eine herstellen. Schönes was anderes. Ich meine, Armbrust ist schon geil und so, aber die macht halt nicht diesen Schaden, den ich mir erwünscht hätte. Ist ja nicht so, als wäre das ein Maschinengewehr oder so, weißt du? Das schießt schon echt langsam. Und auch nicht wirklich genau. Hab das Gefühl, dass jedes Mal, wenn es leckt, dann kommen die Leuchtviecher wieder und verfolgen mich. Oh, wir beginnen gleich unseren letzten Kern aufzubrauchen. Wir müssen auf jeden Fall nach dieser Quest kurz nach Hause. Ich sehe schon, hier sind ein paar Fallen versteckt. Was ist denn das für eine Reichweite? WTF. Da ist wieder dieses Symbol. Was war das jetzt? War das jetzt ein Mothman, der in der Nähe war und abgehauen ist? Die Kommunikation zwischen den Viechern ist echt beeindruckend. Er ist da hinten. Er hat mitbekommen, dass sein Freund Ärger bekommen hat.
Aber keine Ahnung, was dieses Raketengeräusch war. Ich weiß es nicht. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Mit der Hüte. Haut rein, euer Zero. Tschüss.